Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Tja, wer hatte das einmal gedacht? Demnächst gibt es wohl ganz legal im Deutschen Bundestag bekiffte Minister und Abgeordnete. Das könnte wirklich lustig werden. Lustig ist es jedoch nicht, dass die Gasnotfallstufe 2 ausgerufen wurde. Uns droht ein harter Winter. Die Verbraucherpreise steigen und steigen, die Spritkosten kann ein Normalverdiener, der auf seinen Pkw angewiesen ist, kaum noch bezahlen. Und was tun wir? Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob Cannabis legalisiert wird oder nicht. Die Vereinten Nationen verzeichnen eine Zunahme psychischer Erkrankungen durch immer stärkere Hanfdrogen. Rund ein Drittel der Drogentherapien in der EU behandelt die Folgen von Cannabiskonsum. Der steigende Konsum von Cannabis führt laut einem Bericht der Vereinten Nationen zu einer zusätzlichen Belastung von Gesundheitseinrichtungen. Im Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien heißt es, dass in der Europäischen Union Hanfdrogen die Ursache für rund 30% der Drogentherapien sind. Für medizinische, aber wirklich nur medizinische Indikationen sollten die Präparate mit dem Hauptwirkstoff auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Dazu stehen wir als AfD. Cannabis kann in der Medizin nachgewiesen eine unterstützende Wirkung erzielen, in der Schmerztherapie oder auch in der Krebsbehandlung. Doch Cannabis hat eben auch zahlreiche weitere Wirkungen, deren Erwähnung gern vergessen oder gar verharmlost wird. Wir sprechen hier von Panikattacken, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Koordinationsstörungen. Zu den tückischen Langzeitfolgen zählen psychotische Störungen wie cannabisindizierte Psychosen oder Schizophrenien. Die Wahrscheinlichkeit, eine solche Erkrankung zu entwickeln, steigt bei Konsumenten um 40 bis 100% gegenüber Nichtkonsumenten. Affektive Störungen wie Depressionen, Angststörungen und auch Suizidversuche. Weitere körperliche Folgen können Entwicklungsstörungen sein, wenn das in der Schwangerschaft der Cannabis konsumiert wird. Unser Gesundheitswesen, angeblich schon seit 2 Jahren an der Grenze, wird dadurch noch weiter belastet. Und ausgerechnet unser Gesundheitsminister Lauterbach wirbt nun für eine Legalisierung von Cannabis. Und er will auch die Maskenpflicht von Oktober bis Ostern. Der Winter wird damit zum Megatrip. Rein mit dem Joint und dann die Maske draufsetzen. Das knallt durch, denn richtig ausatmen ist nicht mehr hinterher. Doppelt so viel Spaß für das gleiche Geld. Unser Leben erträgt sich leichter. Ein Effekt, der heute wichtiger ist als jemals zuvor. Wer braucht denn schon noch Gas und Heizöl, wenn wir straffrei kiffen dürfen? Der alte Spruch, Opium fürs Volk, enthält viel Weisheit. Mit einem bekifften Volk lässt sich die Transformation noch besser durchziehen. Wir als AfD machen Politik für ein selbstbestimmtes, glückliches Leben. Sie müssen daher jetzt bitte zum Schluss kommen, Herr Kollege. Wir stehen dazu. Keine Macht den Drogen. Danke. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt Christine Lüttke das Wort.